Mein Name ist Georg Diegruber, bin Geschäftsführer der Ökonomie der Menschlichkeit und wie es im Betreff geschrieben, lasse ich diese Geschäftsführung los. Es ist Zeit für den nächsten Schritt, den Raum zu öffnen, und das war ganz ein tiefer Impuls und ich habe mir vor Jahren gesagt, wenn was ganz, ganz stark da ist, dann folge dieser Spur. Das habe ich in den letzten Jahren gemacht und ich glaube, deshalb hat sich auch ganz viel entwickelt, egal was der Verstand sagt. Dran geblieben. Und jetzt habe ich den Impuls gehabt, ich bin nicht der Geschäftsführer. Oft habe ich gehört, du bist das Zugpferd. Und das mag vielleicht wichtig gewesen sein in den letzten Jahren, aber wir sind in einer Zeitqualität, wo es nicht einen braucht, der Zugpferd ist, sondern jeder kann sich in seiner Leuchtkraft, in seiner Strahlkraft zeigen. Jeder kann einen Beitrag leisten. Und es ist eine Co-Kreation. Es ist nichts mehr, was von ein paar gemacht wird. Johanna Kraft und ich, wir haben uns da super toll ergänzt. Und danke auch, Johanna, für dein Engagement. Und es war wirklich ganz, ganz stark da zu sagen, jetzt braucht es den nächsten Schritt. Wir haben viel entwickelt. Es gibt die Ökonomie der Menschlichkeit als Ausdruck, um im Tagesgeschäft die Unterschiede zu zeigen. Es gibt Schulen der Menschlichkeit, die Thema sind, Weg der Menschlichkeit. Und die gemeinsame Klammer Menschlichkeit kann sich nur in einem Gefühl zeigen. Wir sind sehr rational, das war einfach die Erfahrung und da gibt es für mich auch keine Opfertäter, sondern wir haben einfach Erlebnisse gemacht, wo wir jetzt oder viele sagen, so will man nicht mehr weitermachen. Das erschöpft bis zu 40% der arbeitenden Mitarbeiter hat potenziell Thema Burnout, das ist Volkswirtschaft die Oberkatastrophe. Und da ist aber jetzt auch in der Beobachtung und tiefen Überzeugung von mir, ist ganz wichtig, nicht wieder zu sagen, die Politik oder Wirtschaftskammer oder wer immer sollte das regeln, sondern es ist ein Bewusstseinsthema. Wir sind in der Angst, wir sind eng, wir sind kurzfristig, es ist wenig Perspektive da im Moment und die gilt es zu öffnen. Und dann haben wir ganz einen anderen Spiegel, wenn wir uns öffnen. Und die Öffnung heißt, konzentrieren wir uns auf etwas, das sehr lohnend ist. Und wir erinnern uns alle daran. Und darum eben in der Leiste Freudebotschafter. Es ist die Freude. Freude ist natürlich, wir kennen sie, mag weiter zurückliegen vielleicht, aber generell, wenn wir so kleine Kinderbabys sehen, die strahlen und das berührt uns einfach. Das ist ein Ausdruck, Freude am Leben. Ist so wunderschön und wenn ich in der Freude bin, dann hat Angst keine Chance. Und somit ist interessant mit diesen Werkzeugen, mit diesen unterschiedlichsten Gruppierungen, eben wie ganz stark die Ökonomie der Menschlichkeit. Es geht aber immer um den Menschen selbst und die Einladung von mir, als Freudebotschafter zu wirken. Und da gibt es seit kurzem eine App, wo wir wirklich zueinander finden. Einerseits die Unternehmer, dass sie die kennenlernen, Wertschätzung und Wertschöpfung in diesem Kreislauf der Ökonomie der Menschlichkeit schaffen. Unternehmer haben gesagt, ideal wäre, wenn ich nur mehr in der Ökonomie der Menschlichkeit einkaufe. Also bei Unternehmern, die den Menschen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns stellen. Schön. Im Moment sind es eher Prototypen, sind nur wenige Unternehmer, nur die Entwicklungskraft, das, was wir geschaffen haben, ist enorm. Und darum eben dieser nächste Schritt, der jetzt ganz, ganz wesentlich ist. Und dieser nächste Schritt, haben Johanna und ich schon vorgearbeitet, ist eine Gemeinschaftsstiftung zu schaffen. Das ist ein völlig neues Modell, das sehr gut strukturiert ist mit Vorstand etc., mit ganz klaren Ausrichtungen, was gemacht wird, in welcher Form. Und diese Stiftung zu schaffen und da eine wirtschaftliche Basis zu setzen, denn die finanzielle Enge, die war eine ganz riesige Herausforderung und hat natürlich gebremst. Aber das war auch in Ordnung, weil das einfach so war, wie es ist. Und wir haben es ja entwickelt, das ist in dem Sinn da. Das kann das neue Wirtschaftsparadigma werden, das an Universitäten in einigen Jahren oder in wenigen Jahren gelehrt wird. Unternehmer, wenn du wirtschaftlich erfolgreich sein willst, dann musst du menschlichen Erfolg haben. Wenn du als Mensch erfolgreich bist, ist der wirtschaftliche Erfolg gar nicht zu verhindern. Weil es rund läuft, weil man schöne Prozesse hat, wenig Reibungsverluste hat. Klaus Bandrek, Steuerberater, hat das Buch geschrieben, Menschlichkeit rechnet sich. Und berechnet da drinnen auch in Beispielen den Return of Invest. Und die Arbeit ist ein Lebensraum.
Und viele Dinge kann man mit Geld nicht kaufen, definitiv nicht. Und wir haben ganz große Chancen. Wir glauben immer, es wird immer alles schwieriger, wenn wir die Chancen nutzen und die Perspektive wechseln und das loslassen, was wir nicht mehr wollen. Und die Geschichten wirklich neu schreiben. Und egal wie jetzt die Umstände sind, die Entscheidung treffen, ich werde Freudebotschafter. Ich orientiere mich an der Freude. Das heißt, ich unterstütze andere. Ich schaue, dass ich eine hohe Begegnungsqualität habe. Ich lebe Dinge vor, die die Kinder sehen wollen. Denn Joachim Bauer, Realitätsverlust, die künstliche Intelligenz ist ein ganz großes Thema. Und wir fördern die natürliche Intelligenz. Weil das Thema Realitätsverlust oder der Betreff Realitätsverlust hat damit zu tun, dass sie in der virtuellen Welt die Realität verliert. Die ist nur analog, physisch da, im realen Lebensraum. Nur ist die Illusion so groß, dass wir glauben, weil eben mit Grundbedürfnissen die Leute abgeholt werden. Sie sind Helden drinnen, alles gelingt. Und es ist viel weniger anstrengend, wie Joachim Bauer gesagt hat, als in der realen Welt zu begegnen. Also wir sind in einer schrägen Zeit mit ganz großen Chancen. Und der Mensch hat im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz eine ganz große Unterscheidung. Die künstliche Intelligenz kann nicht fühlen. Und wenn wir ins Gefühl gehen, in das Gefühl der Freude, dann öffnet sie der Raum, dann ist viel möglich. Dann bereichert es mein eigenes Leben, das Leben des Umfelds. Wenn ich so ein nährendes Umfeld habe, wo man gesehen wird, wo man nicht bewertet, nicht unterscheidet, bin ich da besser oder schlechter dort. Diese alten Geschichten, die wir ganz tief drinnen haben, das sind Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und die sind nicht gut, nicht schlecht. Die sind einfach. Und jetzt haben wir das ganz große Chance, den nächsten Schritt zu gehen. Und Mensch heißt, nicht mehr zu benutzen als Person, sondern wirklich achtsam umzugehen, Meinungen stehen zu lassen. Und da können wir uns gegenseitig entsprechend unterstützen, nähern. Schule des Lebens höre ich öfter in letzter Zeit. Wir haben ja Schule der Menschlichkeit, aber es ist eine Schule des Lebens. Und wenn wir uns da unterstützen in dieser Schule des Lebens, dann kann ganz viel gelingen. Und das ist die Einladung dazu. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ob ich noch in irgendeiner Form an Bord bin. Habe auch gelernt, wirklich loszulassen. Da geht es mir auch gut dabei, weil es ja darum geht, dass eine Pflanze wächst, weitergeht und das wird dann, wenn sie sie findet, die neue Geschäftsführung entscheidet. Und wenn das gut entwickelt ist, dann wird diese kleine Pflanze groß werden und wenn das nicht gelingen sollte, dann ist es auch so. Dann ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann bleiben wir im Alten, dem, was wir nicht mehr wollen, ist auch eine Entscheidung, aber das ist nicht mehr meine Verantwortung, sondern es ist unser aller Verantwortung. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Ich bin Freudebotschafter, ich bin registriert und ich leiste darüber mal jedenfalls einen Beitrag, dass weitergeht. Und wenn wir dann in den frühen Radio hören, ich wünsche einen freudvollen Tag, nähern wir die Freude, schauen wir, dass wir als Gesellschaft zueinander finden und dann berichtet wird, was es Freudvolles gibt, dann sind wir in dem Sinn dort und der Weg kann ein kurzer sein, weil die gemeinsame Kraft der vielen enorm ist. Die kennen wir noch nicht, aber die können wir jetzt in dem Sinn fördern. Und darum auch die Entscheidung ganz wichtig, nicht was die Ratio sagt, was die wieder als an Ablenkungen in dem Sinn bereithält, sondern wirklich zu sagen, ja, entscheide mich für die Freude. Sie bereichert mich und andere. In diesem Sinne eine freudvolle Zeit. Dankeschön.